Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mal meinen Fortnite-Spind. Das wurde sich ja unendlich oft gewünscht, dass ich euch mal hier all meine Fortnite-Items zeige. Inzwischen sind auch schon ziemlich viele und ziemlich coole Items drin. Auch durch den Daily Shop habe ich mir mal viele Sachen gekauft. Und ja, die werde ich euch jetzt alle mal heute in diesem Video zeigen. Außerdem, Leute, bevor es losgeht, will ich euch nochmal ganz kurz daran erinnern, dass ihr heute in Fortnite das große Valentinstags-Event startet. Wenn ihr ab heute dann einen Creator im Shop eintragt, dann bekommt ihr diesen coolen kostenlosen Waffenskin hier. Außerdem hat Fortnite heute Nacht bekannt gegeben, dass das erst ab wirklich heute zählt. Viele dachten ja, dass das schon ab gestern oder vorgestern losgeht. Nein, das muss man wirklich heute nochmal neu eintragen. Also gerne einfach kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy eintragen. Unter allen Leuten, die das machen, verlose ich heute auch mal wieder was. Und zwar können alle Leute, die mich als Creator dort eintragen, heute gleich dreimal 2000 V-Bucks gewinnen, wovon ihr euch dann wieder coole neue Skins kaufen könnt. Also einfach nur Snoxy dort gerne als Creator eintragen und dann einen Kommentar mit dem Hashtag Creator unter dieses Video hier schreiben und dann könnt ihr diese 3x2000 V-Bucks gewinnen. Und dann starten wir jetzt auch schon direkt mit meinem Spind. Ich würde sagen, wir fangen mit den Trades an. Ich werde das oben von rechts nach links kurz durchgehen. Die ganzen Emotes werde ich, denke ich mal, in einem separaten Video machen, weil das sind ziemlich viele. Da will ich die alle ausführlich zeigen und sonst geht das Video mindestens eine Stunde. Deswegen beschränken wir uns jetzt in diesem Video hier, quasi Teil 1, meines Spins erstmal auf die obere Reihe. Und dann würde ich sagen, gehen wir die jetzt auch mal durch. Von unten nach oben, da haben wir auch direkt meinen Lieblingstray aktuell. Das ist der, den ich am meisten und fast ausschließlich benutze im Moment. Den finde ich ziemlich cool, einfach von den Farben her. Schaut ziemlich heftig aus. Ich bin so ein Fan von diesen Flammen. Der zum Beispiel ist mir so ein bisschen dünn. Es gibt schon einige coole, wie zum Beispiel auch so lustige hier wie die Toilettenrollen. Ich bin halt einfach ein Fan davon, wenn das so ein bisschen mehr Effekte sind. Ich gehe sie einfach mal kurz nacheinander durch. Ich glaube, es gibt bisher ja nur blaue Trades. Ich hoffe, dass sie mal irgendwann auch so richtig krasse noch hinzufügen. So legendäre Trades. Keine Ahnung, wo dann mit einem heftigen Sound noch irgendwas ist. Wisst ihr, was ich meine? So halt wirklich irgendwas richtig krasses, wo man eine lange Rauchspur hinter sich herzieht oder so. Klar, ist vielleicht ein kleiner Gameplay-Nachteil, aber ich würde es auf jeden Fall feiern, falls da mal auch krassere rauskommen. Von mir aus auch in den Shop mal irgendwann. So ein oder zwei würde ich auf jeden Fall ziemlich cool finden. Und die letzten finde ich irgendwie gar nicht cool. Diese Luftblasen hier, ich glaube, wenn die ein bisschen stärker oder vielleicht ein bisschen blauer wären, dass man die mehr sieht, dann wären die ein bisschen cooler. Außerdem, welche ich noch ganz geil finde, sind die Money Trades hier. Das war, glaube ich, damals im Battle Pass drin, wenn ich mich nicht irre. Genau, das sind erstmal meine ganzen Trades. Dann kommen wir jetzt zu den Gleitern. Die werde ich alle mal kurz nur durchscrollen und mal nur die besten zeigen, weil es dauert immer ziemlich lang, bis die ganzen aufgeht. Also werde ich euch mal jetzt so meine Lieblingsgleiter zeigen, die ich benutze. Natürlich auch die Regenschirme gehören dazu, zum Beispiel der Webenschirm, einer der besten Gleiter, die es überhaupt gibt. Ich würde sagen sogar, dass diese kleinen Gleiter sich etwas angenehmer spielen, also wenn die nicht so protzig groß sind. Heißt also zum Beispiel, den Webenschirm spiele ich gerne oder halt, wenn man wirklich auf maximale Tarnung spielt, die Schneeflocke hier auch. Das waren ja die, genau, aus Season 2, wenn man da einen epischen Sieg errungen hat, dann hat man diesen Trail bekommen und aus Season 6 den Webenschirm. Dann haben wir halt viele, ja, ich sag mal, diese Standardmodellgleiter, die spiele ich relativ selten. Es gibt inzwischen zwar einige coole, natürlich wie früher hier den Sir Hänge von Gleiter, immer noch mit dem geilsten Namen. Dann haben wir zum Beispiel inzwischen auch ziemlich viele so also mit Effekten und Runen, die sich darauf bewegen. Sowas finde ich ganz nice gemacht, inzwischen halt deutlich besser geworden. Aber die meisten davon verwende ich eher weniger. Es gibt dann bei den blauen zum Beispiel den Papierflugzeuggleiter, den ich sehr, sehr cool finde, den ich sehr feier, weil es einfach mal halt was anderes ist und was Lustiges ist. Den spiele ich zum Beispiel sehr, sehr gern. Dann natürlich hier auch die Space Shuttles, auch die feiere ich sehr. Waren ja einer der ersten richtig coolen Gleiter und ich spiele sie immer noch ziemlich, ziemlich gern. Dann haben wir hier noch die Eule, die ich auch sehr, sehr feiere. Wegen dem Sound, den finde ich einfach ziemlich cool. Dann haben wir viele so von diesen, ich sag's mal, technischeren Gleitern. Hier den hier zum Beispiel oder diesen hier oder auch den hier aus dem Nintendo Pack. Aus dem Switch-Pack. Ja, das sind alles so technische Gleiter, die finde ich alle ziemlich cool, aber nichts, wo ich sage, boah, das haut mich gigantisch um. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz meine Soundeinstellung ein bisschen lauter machen, dass ihr das auch alles hören könnt. Zack. So, waren wir beim, hier, beim Zug, ne? Ne, warte, das ist ja gar nicht der Zug. Wo ist der Zug? Da ist der Zug. Genau, das ist der Zug. Ich finde der so ultra laut. Zum einen halt ganz nice, aber man ist halt sehr, sehr auffällig damit, also muss man halt wissen, ob man den spielen möchte. Dann haben wir noch einen Gleiter, den ich sehr, sehr gerne spiele, und zwar am Limit. Der war damals in
lass mich nicht lügen, in Season 2 oder 3, da gab es zum Ende vom Battle Pass so eine Special Challenge. Wenn man alles geschafft hatte, dann hat man so eine Special Challenge bekommen. Wenn man die wiederum absolviert hatte, dann hat man diesen Gleiter bekommen. Und das Besondere ist, dass er quasi hier hinten so, ja, Blinkeranzeigen hat, in welche Richtung man fliegt. Und dann haben wir natürlich noch die vier legendären Gleiter, die es aktuell gibt in Fortnite. Ich persönlich finde den Hai und den Drachen am coolsten. Folgt von dem DeLorean hier, dem heißen Schlitten. Und dann haben wir noch den königlichen Drachen drin, den finde ich gar nicht cool. Der ist viel zu riesig und irgendwie, weiß ich nicht, feiere ich den persönlich nicht. Der kostet vor allen Dingen ja nochmal 500 V-Bucks mehr als die anderen. In meinen Augen jetzt irgendwie nicht so gerechtfertigt. Dann haben wir die Hacken drin, auch die gehe ich mal kurz durch, scroll ich mal kurz durch und zeige euch meine Lieblingshacken. Natürlich haben wir hier erstmal die Standardhacke zum Vergleich hier. Der Standard-Sound natürlich mal. Genau, dann haben wir viele Hacken, die ich sehr, sehr selten spiele. Hier, die ist ja relativ neu, die Hacke, die umgekehrte Klinge. Die ist, glaube ich, sogar, genau, die ist sogar heute im Fortnite-Shop drin. Dann haben wir halt viele so große Hacken, die ich persönlich eher nicht so gern spiele. Hier, die zum Beispiel, die ist mir zu klobig. Da spiele ich viel lieber so eine wie die Eiszapfenhacke, die ich unglaublich doll feiere. Die ist auch heute, glaube ich, zufällig auch im Fortnite-Shop drin. Ja, tatsächlich, Leute, sie ist wirklich drin. Also, die Hacke feiere ich zum Beispiel sehr, weil sie einfach schön klein ist und sich dadurch halt extrem gut spielt. Deswegen, die kann ich extrem empfehlen. Für nur 500 V-Bucks ist das eine richtig geile Hacke. Dann kommen wir schon zu den blauen Hacken. Da feiere ich natürlich die Sense sehr. Die Schnitterspitzhacke in meinen Augen wirklich eine der besten Hacken überhaupt. Wenn nicht sogar die beste. Genau, mit diesem ziemlich coolen Sound. Ja, dann haben wir viele blaue Spitzhacken, die ich relativ selten spiele. Den Shishu habe ich viel gespielt. Und auch hier, warte, wo war sie? Genau, die Pömpelhacke. Auch eine ziemlich geile Hacke, war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr im Shop drin. Dann haben wir hier mit diesem verbuggten Licht. Ich weiß nicht, warum sie auch hier dieses Licht so verbuggt haben. Ich finde, hier haben sie das gut gemacht, aber hier, weiß nicht, da gibt es oben so eine harte Kante, das schaut nicht so geil aus. Das sollten sie wahrscheinlich nochmal überarbeiten. Dann haben wir noch viele von den blauen Hacken, wo es ja inzwischen sehr, sehr viele mit diesen auch Effekten gibt. Also hier diese Leuchte- oder Partikeleffekte, auch inzwischen viele reaktive, was ich häufiger noch sehen will von Fortnite. Ich finde so reaktive oder halt einfach bestimmte Special-Action-Hacken finde ich einfach mega geil, wo halt was passiert, wenn man mit der Hacke schlägt oder wenn man irgendwie Kills erreicht oder so. Das finde ich ist wirklich eine ziemlich geile Idee. Dann, ja, kommen wir schon gleich zu den lilanen Hacken, von denen hier spiele ich eigentlich nicht mehr so viel. Ah doch, die Excalibur, die spiele ich auch ziemlich gern, auch weil sie halt inzwischen sogar ziemlich selten geworden ist. Die war ja in Season 2 oder 3, gab es die ja im Battle Pass. Dadurch wird die natürlich inzwischen ziemlich selten gespielt und ich finde sie eigentlich ziemlich schick und hat auch einen coolen Sound. Dann kommen wir schon zu den lilanen Hacken. Dort haben wir natürlich die Todesteilhacke, eine meiner früheren absoluten Lieblingshacken. Die habe ich so gerne gespielt, bis sie dann irgendwann den Sound verändert haben. Früher hatte die so einen Rabensound, der hat sich ultra cool angehört. Aber inzwischen ist das nur noch so ein Krächzen. Ich spiele es mal kurz ab. Feiere ich leider gar nicht. Die war so cool, die Hacke, und hat 15 Euro schon damals gekostet. Und dann haben sie einfach den Sound rausgenommen und hat diesen doofen Sound reingepackt. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, deswegen, ja, habe ich die jetzt inzwischen viel zu selten nur noch gespielt. Dann natürlich die Regenbogenwucht, eine meiner Lieblingshacken auch. Genauso wie auch die Quietschhacke, sofern einen der Sound halt nicht stört. Hier, ich spiele mal kurz ab. Ich weiß immer, im Stream wird oft gesagt so, boah, Alter, was ist das für ein Sound, wechsel mal die Hacke. Und dann bin ich so, ja, okay, ich finde die Hacke irgendwie cool, aber wenn es halt sein muss. Dann natürlich auch den kleinen Mampfer, auch richtig geile Hacke, weil das so mitwobbelt. Als auch der Jingu Bang, da beginnt die ja so zu krass leuchten, zu glühen förmlich. Ich zeig's mal hier, so zu glühen, wenn man damit ein bisschen schlägt. Ich finde solche reaktiven Hacken einfach mega geil und der Effekt ist auch ziemlich cool. Deswegen kann ich die auch sehr, sehr empfehlen. Dann haben wir noch das Donner raus, spiele ich gern. Und abschließend als, oh ne, da haben wir noch die Bleistifthacke, auch die finde ich irgendwie ziemlich cool, weil halt einfach so ein Bleistift drin ist, ja, klickt halt wirklich mit der Seite. Und dann noch die AC/DC-Hacke, die zwar ziemlich geil ausschaut, aber halt diesen nervigen Sound hat. Mich persönlich stört ja nicht so, ich weiß aber, dass viele von dem ab und zu genervt sind. Mir persönlich ist es wert, weil die schon einfach mit diesen Stromeffekten hier richtig geil aus. Also ja, das ist meine, ja, ich würde sagen, aktuell liebste Hacke, die spiele ich auch ziemlich häufig in den Streams. Dann kommen wir zu den Backpacks, die sind ja relativ ähnlich wie die Skins, deswegen gehe ich die nur relativ kurz durch, weil wir ja die Skins gleich alle nochmal nacheinander durchgehen. Wir haben hier unten halt diese, ja, recht schlichten Backpacks, die ich sehr, sehr selten spiele. Ich bin persönlich ein Fan von Schilden zum Beispiel, Schilde und
und Umhänge sind so ziemlich meine Lieblings-Backpacks. Da haben wir hier zum Beispiel diese blauen Schilde, die ich sehr, sehr gern spiele, einfach weil blau meine Lieblingsfarbe ist und sie schön klein sind. Außerdem haben wir noch sehr, sehr viele reaktive Backpacks, was ich auch sehr feier. Zum Beispiel den hier, der ja anzeigt, wie viel Schaden man im Game gemacht hat. Das ist auch noch eine Sache, die ich häufiger sehen will von Fortnite, dass da halt so reaktive Backpacks kommen, wo man sieht, wie viel Strecke man zurückgelegt hat oder keine Ahnung, wie viel Materials man gesammelt hat. Einfach halt so lustige Sachen. Von mir ist auch irgendwie ein Wecker meinetwegen, der quasi irgendwann klingelt oder so. I don't know. Oder jedes Mal klingelt, wenn die Zone beginnt. Sowas, okay, vielleicht wäre das ein kleiner Vorteil. I don't know. Halt irgendwie so kleine lustigen Sachen könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass man da was hinzufügt. Hier zum Jubiläum von Fortnite, zum Einjährigen. Genau, dann haben wir halt viele von den Umhängen hier. Seht ihr ja schon, es gibt 1 Million Umhänge inzwischen. Ich weiß noch, als damals der erste Umhang rauskam und ich meinte, boah, Fortnite soll mal mehr Umhänge bringen. Das haben die dann auch wirklich sehr, sehr wörtlich genommen und haben dann endlos viele Umhänge gebracht. Finde ich trotzdem aber auf jeden Fall ziemlich cool, weil dadurch kann jeder sich einen aussuchen, den man gerne spielt. Die Schiebepacks sind auch eigentlich ganz nice. Dann haben wir natürlich Flügel. Flügel sind auch unglaublich cool. Zum Beispiel hier diese dunklen Flügel. Dann haben wir noch einen Backpack, der so ein bisschen nicht in das Muster reinpasst. Aber ich finde diesen Baseballschläger irgendwie unglaublich cool. Es schaut halt wirklich ziemlich böse aus, wenn man den dabei hat. Also der Rucksack selbst ist jetzt nicht so krass, aber dieser Baseballschläger schaut halt auch von vorne ziemlich cool aus. Und diese Pets sind jetzt nicht ganz so meins mit diesen Haustieren drin. Ich bin nicht irgendwie nie so jetzt der größte Fan geworden. Die sind eigentlich ganz cute, gerade wenn man irgendwie auf dem Boden liegt, aber so besonders häufig habe ich die jetzt eher nicht gespielt. Dann das Schwert ist auch noch ganz nice, auch das neue Schwert, was hier jetzt hinzugekommen ist. Genauso wie dann natürlich auch meine Lieblingsflügel immer noch. Genauso wie auch mein aktueller Lieblingsbackpack, einfach weil ich die Farbe ziemlich cool finde, passt halt zu unglaublich vielen Skins und ja, schaut einfach ziemlich heftig aus. Dieses schwarze Schild spiele ich einfach unglaublich gern aktuell. Und jetzt dann quasi noch mein letzten ziemlich Lieblings-Backpack ist nämlich der hier, der Elim-Backpack, weil er halt einfach anzeigt, wie viele Kills man gemacht hat. Das weiß ich, finde ich einfach ein ziemlich cooles Feature. Deswegen feiere ich diesen Backpack sehr. Und da kommen wir jetzt schon zu den Skins. Die gehen wir auch von unten nach oben durch. Da haben wir nämlich auch direkt einen meiner neuen absoluten Lieblingsskins, nämlich den Verge-Skin. Ich feiere den einfach unglaublich doll. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das bald so mein neuer Main-Skin wird. Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach ziemlich geil und für 800 V-Bucks war das echt ein richtig guter Kauf. Dann haben wir natürlich diese ganzen Default-ähnlichen Skins hier. Manche sind besser, manche sind schlechter. Ich finde, je mehr sie sich vom Default abheben, desto besser sind sie. Dann natürlich den Sergeant Grünklee, den ich immer noch sehr, sehr gerne spiele, vor allen Dingen in den Streams. Ist halt aktuell noch ein relativ seltener Skin, der wird aber, denke ich mal, bald zum St. Patrick's Day wieder reinkommen. Dann wird er natürlich nicht mehr selten sein, aber irgendwie finde ich ihn trotzdem ziemlich lustig. Auch viele Skins, die ich irgendwie gar nicht spiele, zum Beispiel diesen Weitschuss-Skin, hier diese Sniper-Skins, habe ich mir gekauft, aber ich glaube, mehr als eine Runde habe ich den nie gespielt, also irgendwie ein ziemlicher Fehlkauf. Zum Beispiel der Skin hier war ein richtig guter Kauf, der Schnorchelob-Skin. Einer der geilsten Skins, meiner Meinung nach, vom Color-Design, also von der Farbgestaltung, als auch vom Skin selbst. Einfach ein richtig cooler Skin, den habe ich so unendlich viel gespielt. Auch die Royale Ritterin zum Beispiel finde ich ziemlich cool, obwohl ich da sagen muss, dass ich den männlichen Skin ein bisschen cooler gestaltet finde. Dann natürlich die Fußballer-Skins, die sich auf jeden Fall gelohnt haben, dadurch, dass man so viele verschiedene Styles dazu bekommt. Finde ich, so viele Styles dazu bekommt. Dann haben wir noch den Farbbomber, den ich sehr, sehr gerne spiele, auch früher extrem häufig drin gehabt. Wirklich monatelang habe ich quasi fast nur den gespielt. Dann kommen wir schon zu den epischen Skins. Da haben wir viele Skins, die ich trotzdem gar nicht spiele. Zum Beispiel der hier, einer der hässlichsten Skins überhaupt. Oh mein Gott, ey, warum habe ich mir den nur gekauft? Das war voll der Fehlkauf. Natürlich die Skis-Skins, immer noch sehr, sehr geile Skins. Spiele ich vor allen Dingen den koreanischen oder den normalen sehr, sehr gerne, weil sie halt blau sind und ich, wie gesagt, blau meine Lieblingsfarbe ist. Natürlich Skytrooper, mega gehypt früher, jetzt sehe ich gar keinen einzigen mehr, der den spielt. Irgendwie ein bisschen schade, weil das war echt ein ziemlich cooler Skin, der wurde durch den Release halt ein bisschen kaputt gemacht, leider. Dann haben wir noch die Räuber-Skins, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Besonders die weibliche Frau spiele ich hier sehr gerne, die Gaunerin. Einer der coolsten Skins meiner Meinung nach, mit dieser Maske und auch mit diesem gestreiften T-Shirt spiele ich unglaublich gern. Genauso wie auch die Geißel spiele ich auch sehr, sehr häufig, weil dieser Rock hier, dieser Umhang, so sich ein bisschen mitbewegt. Der ist halt animiert, was ich ziemlich cool finde. Genau, dann kommen wir schon zu den legendären Skins. Da spiele ich aktuell relativ wenig Skins von. Ich habe den Wildcard eine Weile gespielt und auch den Rahmen habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Und ansonsten spiele ich eigentlich hauptsächlich aus den legendären Skins halt den schwarzen Ritter oder die rote Ritterin. Auch wenn der schwarze Ritter seltener ist,
spiele ich die Rote Ritterin teilweise doch etwas lieber. Ich finde, weibliche Skins spielen sich einfach irgendwie ein bisschen besser. Oder, keine Ahnung, habe ich irgendwie mehr Skill mit, I don't know. Deswegen, ja, die Rote Ritterin auf jeden Fall ein ziemlich geiler Skin. Dann jetzt natürlich noch die neuen Frost-Skins, die jetzt rausgekommen sind. Und dann mein All-Time-Favorite natürlich auch wieder der John Wick. Einer der coolsten Skins einfach von der Statur her, das Design. Und natürlich, weil es einfach John Wick ist, ja. Es ist fucking John Wick, ja. Richtig geiler Skin, den spiele ich immer noch ziemlich gern. Auch mit dem Schild dazu kann ich immer noch sehr empfehlen, falls ihr den habt. Auf jeden Fall ein ziemlich geiler Skin. Und ja, das war dann schon mein Fortnite-Spind jetzt soweit mit Teil 1. Wie gesagt, die Emotes kommen dann natürlich noch in Teil 2. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welcher euer aktueller Lieblingsskin ist. Würde mich mal interessieren, wenn ihr jetzt sagen könntet, ihr dürft nur noch einen Skin für die nächsten Monate spielen. Welchen würdet ihr dann wählen? Ich glaube, ich würde aktuell den Verge-Skin nehmen, einfach weil, weiß ich, ich feiere den Skin sehr. Und deswegen würde ich aktuell wahrscheinlich diesen Skin wählen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, welchen ihr dann nehmen würdet. Und dann, ja, wird bald Teil 2 kommen mit allen Emotes in Fortnite, die es überhaupt gibt. Ich kann mal ganz kurz, falls es jemand interessiert, mal meine ganzen Lackierungen zeigen und natürlich auch gerne mal ganz kurz durch meine Ladebildschirme durchscrollen, dass ihr das mal seht. Da kann man ja halt anhalten. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht jeden kurz zeigen, sondern das reicht ja, wenn ich die mal ganz kurz durchscrolle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet und euch das ganze Video hier gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem solltet ihr unbedingt daran denken, noch heute den Creator-Code einzutragen, denn ab heute zählt es ja, dass man hier den Creator-Code einträgt und dann bekommt man diesen kostenlosen Waffenskin durch das Valentinstags-Event. Also ja, ab heute zählt es erst, tragt also heute unbedingt einen Creator eurer Wahl ein, einfach euren Lieblings-Creator eintragen. Wenn ihr mich supporten wollt, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Einfach dort Snoxy eintragen, wäre mir eine Ehre, wenn ihr das machen würdet. Einfach dort eintragen, geht ganz schnell und auf Annehmen klicken und dann bekommt ihr jetzt, sobald das Update live ist, eure Waffenlackierung freigeschaltet. Also ja, ganz viel Spaß damit und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch seid, könnt ihr natürlich gerne noch ein Abo da lassen. Und ja, dann habt ihr noch einen entspannten Tag. Wir hören uns dann morgen früh wieder zum nächsten Daily Shop. Bis dann, macht's gut und rein. Tschüss.